Tag, Sportsfreunde. Euer Göcki am Start. Wir sind mal wieder halbnackt, nach langer, langer Zeit wieder an gewohnter Stelle, wie ihr es von früher kennt. So langsam kann ich mir das wieder leisten, ja. Ein bisschen was hängt noch dran. Tutorial, ja, auch nach langer Zeit mal wieder. Und zwar eine Sache, die ich ständig noch gefragt werde und die sehr aktuell ist und auch in jedem Fitnessstudio inzwischen eingefahren ist. Und zwar das Thema Rotatorenmanschette, Rotatoren aufwärmen. Das ist so ein Thema, wo alle drüber reden, was auch viele inzwischen im Fitnessstudio, sag ich mal, probieren. Ich sag bewusst probieren, weil der eine oder andere hat ein Theraband inzwischen dabei, hat sich irgendwo was abgeguckt und macht dann so seine Sachen. Wo ich dann manchmal denke, wenn, dann machst du richtig. Und dementsprechend ist das Video, dass man das auch richtig machen kann. Denn die Rotatoren, eine ganz wichtige Geschichte. Wofür haben wir die denn eigentlich? Das sind in etwa 4 kleine Muskeln, ja, die sich hier so verbergen, so sag ich mal im Schulterbereich, wenn wir es mal einfacher machen. Und die sind im Endeffekt dafür da, dass sie ja den Oberarmkopf richtig in der Schulterpfanne halten. Also sie stabilisieren und schützen im Endeffekt das Schultergelenk, das Kugelgelenk und gucken einfach, dass alles an der richtigen Stelle steht. Wenn wir jetzt einseitig trainieren, es gibt ja so Leute, die sollen tatsächlich nur Brust trainieren und so weiter und so fort, dann wird ein bisschen hier der Oberarm Knochen so nach vorne gezogen, ja, und dann kommen diese typischen Probleme, dass hier der Kanal verengt wird, dass man dann ja Entzündung und Reizung bekommt, Impingement-Syndrome und so weiter und so fort. Und ja, die Rotatoren helfen dann wieder, das Ganze wieder in die richtige Position zu ziehen, zu stabilisieren, und deswegen müssen wir die auf jeden Fall gezielt trainieren. Und es gibt halt tatsächlich wenige normale Übungen, wo die mit involviert sind, und dementsprechend müssen wir die auch vernünftig isoliert trainieren. Und da ist der Faktor: Wir kommen zur ersten Übung, ja, Außenrotation mit dem Theraband, kennt jeder. Ja, da machen viele den hier, leider. Und das ist der Fehler. Wir müssen bei der Außenrotation mit dem Theraband darauf achten, dass der Ellenbogen am Oberkörper anliegt. Und dementsprechend die kleine Hilfe, das kennt ihr vielleicht schon, das Handtuch einfach dazwischen klemmen, das darf nicht runterfallen. Und dann ist es wirklich nur noch eine ganz kleine Bewegung in der Außenrotation nach außen. Der Unterarm bewegt sich. Ganz wichtig, der Ellenbogen steht immer im 90-Grad-Winkel zum Oberkörper. Und dann ist es wirklich nur diese kleine Bewegung, das könnt ihr super mit dem Theraband machen, das könnt ihr aber auch im Kabelzug machen, da ist der Widerstand auch ein bisschen anders. Und das ist die erste Übung. Achtet darauf, dass der Ellenbogen wirklich am Oberkörper dran bleibt, sonst involviert ihr die Schulter und arbeitet nicht mal isoliert mit den Rotatoren. Ja, das ist ganz wichtig, das ist die erste Übung. Und wenn ihr da Probleme habt dann mit dem Handtuch oder so, dann habe ich hier eine zweite Variation für euch, und zwar die, dass ihr euch einfach so ein bisschen auf eine Hantelbank legt, eine Kurzhantel, und dann habt ihr natürlich schon die Erdanziehungskraft, ja, also das Gewicht, was euch im Endeffekt mit den Ellenbogen an den Oberkörper zieht, und dann müsst ihr einfach nur noch rotieren. Dann wird es ein bisschen schwieriger, automatisch mit dem Ellenbogen abzuheben. Dementsprechend könnt ihr es auch super mit der Kurzhantel machen, indem ihr euch einfach schräg auf die Bank legt und dann schön rotiert, und achtet immer wirklich darauf, dass der Ellenbogen dran liegt und ihr wirklich die Bewegung nur aus dem Unterarm macht. Das haben wir als zweite Variation. Ihr könnt das auch einfach an der Hantelbank sozusagen machen, indem ihr einfach die Außenrotation nach oben ausführt und einfach den Oberarm oben auf die Bank platziert und dann schön nach hinten geht. Das wären so meine Favoriten eigentlich, weil dann seid ihr sicher, dass ihr wirklich die Rotatoren isoliert. Das wollen wir machen, und das ist auch eigentlich der größte Fehler, denn viele machen das mit dem Ellenbogen wegwandern. Und bei diesen 3 Warm-up oder Trainingsvariationen für die Rotatorenmanschette seid ihr eigentlich sicher, dass ihr auch vernünftig diese kleinen, aber vor allem sehr wichtigen Muskeln trefft. Ja, dann habe ich natürlich für euch auch noch eine andere Idee. Ihr könnt auch das Rotatorentraining in wenigen Übungen im normalen Training integrieren. Als erstes habe ich für euch eine Übung mitgebracht, die auch wieder an einer Hantelbank macht. Die stellt ihr so ein bisschen schräg ein, dann stützt ihr euch mit einer Hand einfach ab, stellt euch so ein bisschen quer neben die Hantelbank, und dann kommt ihr von der Innenrotation mit der Kurzhantel, also geht wirklich schön rein, stretcht schön den Delta-Kopf, also geht richtig schön nach unten, dass die Schulter schön gedehnt wird, und dann geht ihr nach außen, rotiert im Endeffekt ähnlich wie beim Seitheben nach oben, und dann habt ihr den mittleren Delta-Kopf, den vorderen trainiert, aber auch die, ja, Außenrotation der Schulter gleich mit drin. Da habt ihr gleich sozusagen eine Mixübung, die super auch ins normale Schultertraining zu integrieren ist. Das wäre die erste Übung. Die zweite Übung, wo ihr auch die Rotatoren super mitnehmen könnt, wären zum Beispiel die Facepulls. Und die mache ich euch hier mit dem Theraband vor. Könnt ihr natürlich auch im Kabel machen, mit dem Seil. Ich habe hier zu Hause jetzt nur das Theraband gehabt. Und hier könnt ihr auch anstatt
sozusagen das Seil oder das Band zur Stirn direkt zu führen, könnt ihr dann über Kopf mit einer Außenrotation sozusagen auch noch die Rotatorenmanschette während des Facepulls trainieren. Das ist eine Möglichkeit, um auch hier wieder die Rotatoren wirklich ins Training zu integrieren. Ja, ich denke, das sind ein paar Anreize für euch und ich hoffe, dass der eine oder andere sich das hier zu Herzen nimmt, das einmal kurz verinnerlicht und dann vor allem diese kleine Geschichte, dass schon mal der Ellenbogen anliegt, dass ihr die richtig macht, weil das ist verdammt wichtig. Und diese Übungen können euch wirklich schützen vor Verletzungen im Schultergelenk. Ihr solltet die auf jeden Fall mit integrieren und da seid ihr auf der sicheren Seite. So, war mal wieder ein kleines Tutorial. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gerne mal wieder mehr von der Sache, dass ihr nicht nur Vlogs von mir bekommt. Und wenn euch das gefallen hat, dann zeigt mir das. Vielleicht kommt da nochmal bald eins. In dem Sinne, trainiert sauber und gesund. Euer Görki, haut rein. Ciao.